Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf den Hof Bergmann. Ja, folgendes, ich habe hier mal ein bisschen ein paar Einstellungen vorgenommen. Sprich, ich habe noch ein paar Mods mit reingenommen. Um genau zu sein, zwei Stück. Der eine ist dieser Präzisionsfarming. Und dann habe ich mir noch diesen Fruchtfolgeplaner mit installiert. Ja, und natürlich habe ich jetzt umgestellt auf virtuelle Jahreszeiten. Ihr seht, ja, haben wir jetzt an, also saisonales Wachstum. Das heißt, wir haben jetzt richtig, so wie es in Realität ist, die vier Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, und die treffen dann auch hier voll zu. Und ihr wisst ja, dann ist alles ein bisschen begrenzter. Nämlich diese ganze Anbauphase mit wann kann ich was anbauen, hier dieser Wachstumkalender, und wann kann ich was ernten, ne? Das zeigt sich ja ganz deutlich. Wir können zum Beispiel ernten das ganze Jahr Babbeln, Gras und Ölrettich. Und sehen können wir das ganze Bubble von März bis August. Gras können wir sehen von März bis November. Und Ölrettich von März bis Oktober. Genau. So, und das andere, was die ganzen Getreidearten sind, Weizen, ne? Das geht dann eben bloß von September bis Oktober. Gerste das gleiche. Raps ist von August bis September. Und die anderen Getreidearten wie Hafer, Mais, das ist dann alles so im Frühjahr, wie ihr seht. Okay, so jetzt habe ich mir Folgendes gedacht, da wir noch nicht so viel im Silo haben. Wir haben 18.000 Weizen, 18.000 Liter. Und was über 10.000 Liter Raps, das ist alles, was wir momentan haben. Dann haben wir noch ein bisschen Stroh. Ja, na gut. Und dann hört es aber auch schon auf. Dann habe ich mir gedacht, dass wir hier so ein bisschen über die Runden kommen. Wir haben jetzt ja auch ein paar Felder bestellt. Wir gucken gleich mal. Moment, Moment. Wachstum, genau. Das Feld 2 ist abgeerntet und das Feld 5 und 6. Was haben wir da überhaupt drauf? Gleich mal gucken. Also auf dem Feld 6 haben wir Weizen und auf dem Feld 5 haben wir Mais. Ne, ja doch Mais, genau. So, gleich mal gucken. Wir einen Überblick hier verschaffen. Wie wir das jetzt am dümmsten anstellen. So, jetzt zeigt er mir natürlich, die pH-Werte sind schlecht, Stickstoff ist auch schlecht. Nur weil wir jetzt noch nichts gemacht haben mit dem Präzisionsfarming. Hier ist jetzt ausgesät, ja, ist im Wachstum, aber das werden wir wohl knicken können, denke ich mal. Wir wissen ja, ob das noch kommt. Müssen wir schauen. Okay. Und hinten das eine Feld, das hat man auch abgeerntet. Ich weiß gar nicht, haben wir da jetzt schon was drauf gemacht in den letzten Folgen. Mal gucken, oh, ich glaube, da ist noch nichts. Nein, da steht noch hier, genau. So. Hier sind die pH-Werte okay. Da würde ich sagen, hier ist Weizen abgeerntet. Und da gucke ich mal, was wir nach Weizen jetzt machen können. Theoretisch wäre Raps jetzt was. Oder Gerste. Und da wir ja hier oben die Hühnerform haben, würde ich sagen, machen wir jetzt hier Gerste drauf. Aber ehe wir das machen, müssen wir... Ich muss mal gucken hier, habe ich das überhaupt eingestellt? Kalk ist bestimmt aus, oder? Fruchtzerstörung fliegen...
Ach nee, das Kalk hat es jetzt rausgenommen, weil das automatisch im Dings drin ist, im Präzisionsforming. Okay. Das sagt mir jetzt aber gar nichts hier von. Euer pH-Wert sagt mir, jetzt ist 60%. Nee, okay, sagt er mir, okay. Ja, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir fahren mal diesen Traktor runter. Und gehen wir jetzt hier. Weitermachen, tun wir das Feld erstmal kalken. Also aussehen können wir jetzt auf jeden Fall noch. Aber die Ernte erfolgt dann erst im nächsten Jahr. Wir schicken ihn jetzt noch hier weiter, dass er uns das mal noch runtertrischt. Den Weizen. Und wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal Kalk kaufen gehen. Und noch einen Kalkstreuer, den haben wir nämlich auch noch nicht. Und ich denke mal, wir werden wohl jetzt einen Kredit aufnehmen müssen. So, wo war das? Bei Dünger war das da. Ja, Düngerstreuer, genau. Der kann Kalk und Düngen. Der kann nur Düngen und der kann auch Kalk. Ja, gut, der kostet jetzt 45. Hat er überhaupt hier diese? Genau, da kann der 18 Meter. Kostet aber dann auch 53. Und was ist mit den hier? Streudeller. Kann dann auch bloß 18. Okay, da geht ein bisschen mehr rein. Also würde ich sagen, holen wir uns diesen da. Aber wir müssen da vorneweg noch einen Kredit aufnehmen. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber na gut, dann ist es halt so. Wir haben jetzt bis jetzt 0 Kredit, also wir kennen jetzt, ich gar nicht, wie hoch wir jetzt aufnehmen könnten. Das zeigt er mir nicht an, oder? Nee. Okay. Ja, wir nehmen jetzt mal. Hm, 50.000 Euro. Genau, das machen wir jetzt so. Jetzt gehen wir natürlich zum Händler und holen uns unseren Düngerstreuer. Nehmen wir diesen da. Reifenhersteller Michelin, ist ja klar. Aufbau. Und aufbauen. Kriegen wir dadurch mehr rein? Ja, kriegen wir. Genau, dann machen wir das so. Einen Streuteller nehmen wir auch mit. Genau, das sieht das schon mal ganz ordentlich aus. Ach, da kann ich wohl noch mal. Ach ne, das sind bloß 6 Meter. Okay. Ja, na gut, das sollte passen. So, jetzt kaufen wir das Teil. So, lassen uns denn zum Hof bringen. So. Der Mähdrescher ist fertig. Aber wir müssen hier vorne die Ecken noch machen. Das machen wir jetzt gleich noch. Ja, da werden wir im Winter über werden wir sehen, dass wir uns mit Aufträgen irgendwie über Wasser halten. Und jetzt versuchen wir noch so viel wie möglich Früchte bzw. Getreide zu ernten, dass wir für unsere
für unsere Hühner und für unsere Ferkel wenigstens noch ein bisschen was machen können. Ich will dann auch mal sehen, dass wir vielleicht selber Schweinefutter herstellen können, aber da bräuchten wir Kartoffeln. Da müsste ich mal sehen, dass wir vielleicht irgendwo so eine Kartoffelmission machen können. So, jetzt haben wir ja alles abgeerntet. Stroh haben wir auch, das sollte auch lang für den Winter. Wie gesagt, wichtig ist jetzt Weizen und Gerste. Aber Gerste haben wir jetzt keine. Wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie über die Mission an Getreide rankommen. Ja, da bleibt immer so ein bisschen übrig. Müssen wir gucken. So. Ist ja so ein bisschen mein Abstellplatz. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber dafür soll es passen. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal einen Landhandel fahren. Die sollten Kalk haben, ein bisschen Kalk kaufen, und dann werden wir das eine Feld da hinten kalken. Dann werden wir es mit dieser Saatmaschine, die er gleichzeitig mit Grubbern kann, auch halt bestellen. Mit Grubbern und aussehen. So. Und dann werden wir uns auch langsam mal um unsere Hühnerform kümmern. Müssen wir da oben vielleicht noch was machen. Ja, das wird jetzt ein schwieriger Prozess, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. So, genau. Wir werden auf jeden Fall kalken. Das bringt uns auch nochmal Punkte. Und dann werden wir hier Raps draufhauen. Noch mal knapp 12.000 Liter Weizen. Müssen wir so knapp 20.000 Liter dann haben. Gucken wir mal, was noch geht. Gleich mal, was wir jetzt haben. Ach ne, wir hatten sogar ein bisschen mehr. Wir haben 30.000 Liter Weizen. Genau. Das ist auch schon mal sehr gut. Ja, wie gesagt, wenn alle Stricke reißen, wenn es nicht reichen sollte, dann könnte man eventuell noch beim Händler was zukaufen, aber das wollten wir eigentlich vermeiden. Aber na gut. Es war halt alles ein bisschen von Anfang an anders geplant. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das ein bisschen spannender zu machen, die Sache ein bisschen aufregender und ein bisschen realistischer. Deswegen habe ich das jetzt alles mit reingenommen. Und ich denke mal, das ist eine gute Sache. So, wir fahren jetzt zum Landhandel und holen Kalk. Jetzt muss ich mal gucken, der Landhandel, wo da gleich war.
So, Moment. Ladestationen, nein. Auch können wir anmachen. Produktion, Tiere, Helfer, Mission, Verschiedenes. Ja, müsste hier drüber bei Verschiedenes sind, oder? Nee, ist das nicht mehr drin? Hier ist auf jeden Fall der Viehhändler. Ist die Tankstelle. Hier ist, glaube ich, der Landhandel, oder? Genau, und hier müssen wir hin. Richtig. Die sollten auf jeden Fall Kalk haben. Die Kühe, da warten wir jetzt dieses Jahr, das machen wir nicht, das werden wir dann in der nächsten Saison machen. Weil wir müssen dann uns auch noch Wiese zulegen wegen Gras und Heu. So, jetzt ging es glaube ich hier rum, ne? Und die Spielgeschwindigkeit habe ich natürlich mal auf 2 gestellt. Das kann dann immer mal ein bisschen variieren. Es kann auch sein, dass wir mal spulen. Müssen wir mal gucken. So, hier ist definitiv der Landhandel. Hier wollte man her, genau. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo es hier Kalk zu kaufen gibt. Was gibt es hier? Hier gibt es. Da kann man verkaufen, Kartoffeln verkaufen. Irgendwo muss es doch ja Kalk geben. Warte mal, was ist denn das hier? Das könnte Kalk sein, oder? Das ist ja Kalk. Auf jeden Fall ist es eine Ladestation. Fahren wir mal drunter. Mal die Plane schon runter machen. So, jetzt drücken wir mal R, mal sehen. Ah, Kalk, genau, was können wir noch holen? Mineraldünger, genau, und Kalk, genau das ist es, genau das ist es. Genau das wollen wir so. Jetzt geht es natürlich erstmal wieder voll ans Geld. Aber es ist halt so, kann man nichts machen, ne? Genau, was haben wir bezahlt jetzt? Na gut, 2300. Das können wir irgendwo noch verkraften. Und ich sehe gerade, wir müssen den Traktor noch mal ein bisschen nachrüsten, mal konfigurieren. Wir müssen diesen Sensor jetzt noch anbringen. Den haben wir nämlich noch nicht. Das machen wir jetzt zu Hause in unserer Werkstatt. Ja, es wartet viel, viel Arbeit auf uns jetzt. Wir wollten zwar in dieser Folge schon die erste Mission annehmen, aber dadurch, dass ich ein bisschen umgestellt habe, ist es ein bisschen anders gekommen. Machen wir jetzt erstmal die Notwendigkeiten und dann schauen wir mal in der nächsten Folge vielleicht eine Mission anzunehmen. So. Dann sollte das alles passen. Wie gesagt, das A und O ist, dass unsere Tiere im Winter versorgt sind. Ja, so eine Kartoffelmission würde mich schon reizen. Aus dem ganz einfachen Grund, da können wir unser Schweinefutter selber machen. Vielleicht noch irgendwo so eine Weizenmission. Das wäre dann auch nicht schlecht, dass wir da noch ein bisschen was machen können. Und dann könnten wir vielleicht doch noch in diesem Jahr um unsere Hühnerfarm bestücken mit Hühnerchen. Mal vielleicht erstmal den einen oder anderen Stall machen.
Muss ja nicht da alles auf einmal sein, aber gucken, gucken, gucken. So, wir fahren jetzt hier rein. Dadurch habe ich das jetzt alles ein bisschen blöd abgeborgt, aber das müsste passen. Ich müsste dort eigentlich rangehen. Ah, sieht ganz gut aus. Mal gucken, ob das hier außen schon geht. Oder ob ich reinfahren muss. Mal gucken. Ja, das geht schon. Das sieht gut aus. So. Konfigurieren. Und zwar, genau, das ist es nämlich hier. Dieses Isaria Pro Compact. Das ist dieser Sensor. Seht ihr ja. Na, da kommen hier diese Teile ran. Na. Der Isaria Pro Compact misst den wirklichen Stickstoffbedarf der Pflanzen. Bla bla bla. Gut, und was kostet das Ding? 14.000, also kann man sagen knapp 15.000, okay. Das hilft da nichts. So. Wir haben es auf jeden Fall dran. Na? Haben wir es dran? Ja, seht ihr es hier oben? Hier. Genau, und da drüben auf der anderen Seite. Genau, so. Jetzt fahren wir ja wieder rückwärts raus. Okay. Ihr seht, was noch von unseren 50.000 übrig ist. Es ist nicht viel. Das können wir eigentlich zulassen. So. Jetzt selber erstmal sehen. Kommen wir da hin, müsste passen, oder? Ach so, immer das machen. Machen wir jetzt erstmal was anderes. Ich wollte das Feld begradigen. Na komm. Genau. Und zwar so hinten. Das wollte ich rausnehmen. Ich mache jetzt hier Wiese her. Ja? Deswegen Landschaftsbau malen. So. Machen das jetzt bloß erstmal grob. Bisschen groß, oder? Da bin ich ein bisschen rausgekommen. Ja, gut. So. Ach, das passt schon so. Das ist zwar jetzt ein bisschen grobmotorik, aber. Halt, Landschaftsbau, Pflanzen. Jetzt wollen wir ja hier noch ein bisschen Gras herhauen. Genau, so. Dass es noch ein bisschen natürlicher aussieht. Ah, das passt schon so, oder? Ach klar, das reicht. So, und schon seht ihr, haben wir den Winkel dort hinten raus. Hat uns das viel gekostet? Oh ja. Na gut. Müssen wir verkraften. So, und jetzt wird gekalkt.
könnte das jetzt auch einen Helfer machen lassen, aber wir machen das selber. Kann wieder nicht fahren. Ich denke, wir lassen jetzt hier eine große Lücke, oder? Ein bisschen rüberlenken, ne? Ja. Wenn das ein bisschen überlappen tut, ist das nicht so schlimm. Lieber so, als wenn wir es irgendwo vergessen haben, mitzukalken. Ihr werdet sehen, die pH-Werte sind dann noch mal ein bisschen besser oder werden noch mal ein bisschen besser durch das Kalken. Ja, das ist ein kleines Stück, da gehen wir dann noch mal ran. Okay. Das sieht doch schon ganz gut aus. So, hauen wir hier nochmal was drüber. Immer zu zeitig. Was ist denn jetzt? Hat er das hier nicht genommen oder? Hat denn da das jetzt hier nicht gekalkt? Komisch. Von der Seite probieren. Da kalkt das irgendwie nicht. Aha, okay, das sagt, das ist in Ordnung so. Okay. Dann ist das in Ordnung. Dann wird es bloß optisch nicht angezeigt. So, jetzt machen wir natürlich hier das gleich mal mit der Rundung. Bisschen rein. Ja, kann ich noch. Okay. So. So, wir werden auf jeden Fall gleich mal noch ein Dings machen, einen wunderschönen Screenshot.
So, das sollte lang. So, dann kriegen wir jetzt die Reihe auch schön zu. Und ich denke mal, dann hat das Feld ordentlich einen pH-Wert. Dann können wir ja dann in der nächsten Folge hier unsere Auszeit machen. Raps wollten wir, glaube ich, hier drauf machen, aber das gucken wir dann nochmal in Ruhe. So, ich denke mal, das sollte reichen vom Anfang. Wir gucken uns das natürlich jetzt auch nochmal optisch an, was die Werte sagen. So, wir sind jetzt hier. So, was sagt uns das pH-Wertmäßig? Oder, wo sehe ich denn das? Kalk? Ja. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ihr seht ja, ja so 7. So in diesem Bereich hier. 6,50, 6,75, 7,0. Okay, wir gucken mal raus. Genau. Ja, also das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt. Früher ernten Babbel und Mais, okay. Das ist eben das Gute, da zeigt es dir noch an, was früher mal drauf war auf die Felder. Genau, und wir machen als nächstes dann Raps. Das hat man ja, glaube ich, schon, genau. Ja, das würde dann, so denke ich mal, wird jetzt die Reihenfolge Sinn. Weizen hat man drauf, wir machen als nächstes Raps. Dann machen wir Gerste, dann lassen wir das mal ein Jahr brach liegen. Und dann können wir wieder mit Sojabohnen oder Zuckerrüben, Zuckerrohr. Na gut, das sind so die Dinger, die wollen wir eigentlich nicht machen. Wir könnten Weizen, genau, das ist dann so alles bei Hafer oder wir machen Hafer. Mal gucken. Aber wie gesagt, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Jetzt machen wir erstmal Raps aussehen. Und dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht. Und natürlich könnt ihr auch ein Kanal-Abo dalassen. Also, bis die Tage, haut rein und macht's gut.